diesem Video zeige ich dir 8 wirklich geniale Strohhalmtricks, die jeder kennen muss und die dir im Alltag enorm weiterhelfen können. Starten wir auch direkt mit Trick Nummer 1. Wenn du einen Pullover oder eine Hose hast mit einem solchen Bändchen, was dir herausgerutscht ist, brauchst du nur einen Strohhalm, um es wieder hereinzustecken. Wenn das Bändchen dünn genug ist, kannst du es einmal komplett durch den Strohhalm stecken und oben das andere Ende dann wieder in den Strohhalm stecken. Dadurch sollte es festsitzen. Meins ist so dick, dass ich nur die Spitze hereinstecken muss und es hält schon. Falls es bei dir nicht hält, kannst du auch nur ein Stück hereinstecken und den Rest dann mit Klebeband fixieren. Jetzt solltest du es dann durch deinen Hoodie oder eben durch deine Hose ziehen, denn den Strohhalm bekommst du hier viel leichter durchgezogen, bis du am anderen Ende angekommen bist. Jetzt hast du hier auch das Stück von dem Bändchen mit dran, musst den Strohhalm nur abziehen, alles einmal durchziehen und schon hast du das Bändchen erfolgreich durch deinen Hoodie oder durch die Hose durchbekommen. Für Trick Nummer 2 schnappst du dir eine Erdbeere und einen herkömmlichen Strohhalm. Wenn du diesen jetzt von unten mittig durch die Erdbeere steckst, kannst du damit nämlich das innere Gehäuse inklusive dieses grünen Strangs oben an der Erdbeere entfernen. So bekommst du alle Erdbeeren schnell durchgestochen, hast das Grünzeug entfernt und kannst sie dann direkt vernaschen. Und alles nur mit der Hilfe eines kleinen Strohhalms. Das Problem, was ich dir hier zeige, kommt dir mit Sicherheit auch bekannt vor. Du möchtest aus einer solchen Dose trinken, allerdings nicht einfach so, sondern mit einem Strohhalm. Doch wenn du die Dose jetzt öffnest und dann den Strohhalm hereinsteckst, dann kennst du es mit Sicherheit auch, dass der Strohhalm hier langsam wieder nach oben wandert, bis er irgendwann rausfällt. Doch das kannst du ganz einfach umgehen, indem du den Strohhalm durch diese kleine Lasche steckst. Ein dicker Strohhalm sollte direkt so halten, wenn es ein dünner ist, musst du es noch ein wenig an den Rand schieben, damit es hier eingeklemmt wird. Und so kommt der Strohhalm nicht mehr nach oben und du kannst dein Getränk perfekt aus der Dose genießen mit einem Strohhalm. Möchtest du Obst oder Gemüse in einer Tüte aufbewahren, damit es länger frisch bleibt, wenn du es zum Beispiel mit zur Arbeit nehmen möchtest? Dann schnappst du dir meistens einen solchen Zipbeutel, gibst das Ganze hier rein, verschließt diesen und nimmst es jetzt so mit. Doch es gibt einen genialen Trick mit einem Strohhalm. So ist das Ganze länger haltbar und außerdem verbrauchst du es auch noch viel weniger Platz in deiner Tasche. Steck dafür den Strohhalm an die Seite rein und schließe den Beutel jetzt bis zum Rand des Strohhalms. Zieh durch den Strohhalm jetzt die restliche Luft heraus. So bekommst du das Ganze nämlich vakuumiert. Wenn die ganze Luft rausgesaugt ist, ziehst du den Strohhalm heraus und schließt die Tüte jetzt komplett. So ist es viel besser verpackt, hält deutlich länger und wie du sehen kannst, verbraucht es auch noch viel weniger Platz in deiner Tasche. Für den nächsten Strohhalmtrick brauchst du eine kleine Nagelschere. Mache jetzt einen 3-4 cm langen Schnitt in die eine Seite des Strohhalms. Mache von diesem Schnitt abgehend seitlich weitere Schnitte nach rechts und nach links. Dadurch sollten solche kleinen Spitzen entstehen. Diese kannst du jetzt mit Hilfe der Schere noch ein wenig nach außen biegen. Am Ende sollte es dann so bei dir aussehen. Und jetzt kommt der eigentliche Trick, den du damit anwenden kannst. Geh damit zu deinem Abfluss, egal ob in der Dusche, in der Küche oder einfach am Waschbecken. Und jetzt kannst du den Strohhalm hier nämlich hereinstecken, vorsichtig hin und her drehen und dann langsam wieder herausziehen. An diesen Spitzen bleiben Haare und anderer Schmutz jetzt nämlich ganz einfach hängen, wie du hier in meinem Fall sehen kannst. So kannst du nur mit einem Strohhalm bewaffnet deinen Abfluss wieder von Haaren und sonstigem Schmutz befreien und er fließt viel besser ab. Der nächste Trick wird ein echter Hingucker in deiner Wohnung. Dafür brauchst du mehrere Strohhalme sowie einen Kabelbinder. Mache diesen Kabelbinder jetzt mittig um die ganzen Strohhalme und ziehe ihn ordentlich zu. Je fester du ihn zuziehst, desto mehr biegen sich die Strohhalme an den Seiten nach außen. Dadurch entsteht ein solcher Ball. Und diesen kannst du jetzt einfach irgendwo in deiner Wohnung als Deko aufstellen. Schneide den Kabelbinder dafür zurecht, stell ihn in eine Vase und so sieht das Ganze am Ende aus. Und das ist wirklich ein absoluter Hingucker für jede Wohnung, als kleines Deko-Element. Diesen Trick handelt es sich wieder um einen genialen Reinigungstrick mit Strohhalm. Dafür brauchst du allerdings noch eine PET-Flasche. Schneide hiervon das obere Teil ab. Jetzt musst du dann noch ein Loch in den Deckel machen. Schnapp dir dafür einen Lötkolben oder mache eine Pinzette etwas heiß. Gehe damit jetzt durch den Deckel, sodass eben ein solches Loch entsteht, wo du jetzt ein Strohhalm durchstecken kannst. Es sollte aber nicht zu groß sein. Im besten Fall passt der Strohhalm gerade ebenso durch dieses Loch. Gehe noch drumherum mit etwas Heißkleber, damit auch komplett abgedichtet ist. Jetzt kannst du damit unter anderem zum Beispiel dein Handy säubern. Und so funktioniert es. Stecke am unteren Ende der PET-Flasche den Staubsauger ran und schalte ihn ein. Dadurch wird die PET-Flasche an den Staubsauger gesaugt. Und die ganze Saugkraft platziert sich jetzt über diesen Strohhalm. Und so kannst du mit dem Strohhalm durch deine Ladebuchsen gehen oder unten an diesen ganzen kleinen Löchern etwas heraussaugen. Das bringt uns dann auch schon zu unserem letzten Trick. Nimm dir dafür herkömmliche Strohhalme und schneide sie auf eine bestimmte Länge zu.
Länge kannst du hier individuell bestimmen, je nachdem, wie es für dich besser passt. Und jetzt kannst du darin nämlich solche Halsketten einfach hindurchstecken, sie dann wieder verschließen und hast sie jetzt an diesem Stück Strohhalm perfekt platziert. So sollten sie nicht mehr verknoten, wenn du zum Beispiel mehrere Halsketten an einem Ort aufbewahrst. Du kannst sie so sogar irgendwo hinhängen. Durch farblich unterschiedliche Strohhalme kannst du auch direkt erkennen, welche Kette du zum Beispiel lieber magst oder sie allgemein etwas mehr sortieren. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, warum du Zitronenschalen unbedingt in deinen Kühlschrank legen solltest, dann schau dir das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.